Wie ihr eine solche schicke Aerostyle Carbon-Yagi bauen könnt, seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Diese Dualband-Richtantenne ist an die bekannte Aero-Yagi des US-Herstellers Aero Antenna angelehnt, welche von vielen Funkamateuren rund um den Globus für den Satellitenbetrieb genutzt wird. Ich habe mit meiner Antenne und einem günstigen Handfunkgerät mit maximal 5 Watt schon mehrere erfolgreiche Funkkontakte über Satellit geführt. Der Gewinn der Yagi ist also so hoch, dass auch mit wenig Leistung ohne Probleme gearbeitet werden kann. Meine Version basiert auf der Arbeit von den beiden deutschen Funkamateuren DK7ZB, welche den Aufbau der einzelnen Yagis beschreibt, und D3RTL, der daraus eine Dualband-Yagi konstruiert hat. Mit diesen Infos habe ich in Fusion 360 eine Yagi mit Carbonboom sowie 3D gedruckten Halterungen für die Elemente entworfen, welche man auch mit einfachen Werkzeugen deswegen sehr genau nachbauen kann. Wer entsprechendes Werkzeug hat, kann auch die Version mit Aluminiumboom von DL3RTL nutzen, welche allerdings etwas mehr Gewicht hat und komplizierter beim Zusammenbau ist. Zum Bau der Antenne benötigt ihr folgendes: 52 cm lange Carbonrohre mit einem Durchmesser von 12 mm, Aluminiumrohrklemmen passend für das entsprechende Carbonrohr, Aluminiumrohr mit 10 mm und 6 mm Durchmesser für die Elemente, M3-Schrauben und Muttern, 50 Ohm und 75 Ohm Koaxkabel bzw. Antennenkabel und einen Kabelschuh für M3-Schrauben. Natürlich benötigt ihr auch die ausgedruckten Teile aus dem 3D-Drucker. In der Videobeschreibung findet ihr dazu einen Link zu meiner Website, auf der ihr die detaillierte Liste der Materialien sowie auch die STL-Dateien findet. Bevor wir mit dem Zusammenbau starten können, müssen wir natürlich erst die Plastikteile drucken. Jetzt, wo wir alle nötigen Teile gedruckt haben, können wir die Elemente auf Maß schneiden und dann damit beginnen, die Antenne zusammenzubauen. Die Abmessung der Elemente findet ihr auf meiner Website. Zuerst montieren wir die Rohrklemmen sowie die Schrauben in den Plastikteilen. Dann verbinden wir die beiden Carbonrohre mit dem gedruckten Verbindungsstück. Nun können wir die Halter aus dem 3D-Drucker samt der Elemente auf den Carbonrohr montieren. Die richtigen Abstände könnt ihr dem Schaubild entnehmen, welches ihr auch auf meiner Website findet. Die beiden Feedpunkte bestehen jeweils aus zwei Dipolen und benötigen in der Mitte einen Abstandshalter. Damit ist die Antenne an sich bereits gebaut, allerdings müssen wir das Ganze noch verkabeln und auf die standardmäßigen 50 Ohm abstimmen. Zuerst bauen wir die Anpassleitungen, welche jeweils aus zwei Stücken RG59 Kabel mit 75 Ohm bestehen, welche parallel verlaufen. Die Maße des isolierten Teils des Kabels ist 343 mm beim 2 Meter Band und 115 mm für die Anpassleitung des 70 cm Bandes. Ich nutze hier Isolierklebeband, um sicherzugehen, dass die beiden Leitungen dauerhaft parallel verlaufen. Die Abschirmung sowie die Signalleitung beider Kabel werden hierbei miteinander verbunden. An das eine Ende jeder Anpassleitung können wir nun einfach ein 50 Ohm Kabel anlöten, welches später zum Anschluss an ein Funkgerät genutzt wird. Zum Verbinden mit den beiden Dipolen der Feedpunkte habe ich Kabelschuhe genutzt, welche mit Schrauben an den Aluminiumrohr montiert werden. Dafür habe ich in diese entsprechenden Löcher gebohrt und Gewinde in das Aluminium geschnitten. Da ich nur ein Kabel als Anschluss für mein Funkgerät möchte, habe ich noch einen Diplexer in das Kabel integriert. Der Mikrodiplexer ist für 10 Watt Leistung ausgelegt und die Kabel werden einfach an diesen angelötet. Ich habe mir die Platinen sowie die SMD-Komponenten online bestellt und diese auf die Platine gelötet. So belaufen sich die Materialkosten auf nicht mal 10 Euro. Das ausgehende Kabel hat in meinem Fall dann einen BNC-Stecker. Wer keinen Diplexer integrieren will, kann auch einfach entsprechende Stecker an die beiden Kabel montieren und entweder zwei Funkgeräte oder einen externen Diplexer nutzen. Im letzten Schritt schließen wir nun die Kabel an die Feedpunkte an und verlegen die Anpassleitung am Boom entlang. Damit ist die Antenne nun bereit für ihren ersten Einsatz. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.